Meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Pascalationskanal und zwar von San Diego und seiner Mutter oder Mama Fleek. Und produziert wurde das Ganze von Digital Drama mal wieder. Ja, ich bin sehr gespannt. Das wird wahrscheinlich für ihn der wichtigste Song vom Album sein. Soweit ich das weiß, ist der Song von für seine verstorbene Oma oder von. Ja. Ist nice, sowas auf den Track zu packen, feiere ich sehr. Wir hören uns den Song erstmal an und dann kann man ja ein bisschen mehr sagen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Guck. Hier auch für eine Atmosphäre schon aufgebaut wird, so ist schon heftig, Alter. Dann ist Lotin das Video wieder mal gedreht. Ich verstehe natürlich kein Wort, ne? So, aber die Stimme. Und alles ist heftig, Alter. Aber ich habe auch schon öfter, hat er glaube ich öfter in seinen Texten schon erwähnt. Ich bin jetzt nicht sicher, dass er seine Familie relativ musikalisch auch ist. Ich meine, ich habe das schon mal in Text gehört, aber ballert mal in die Kommentare. Und ich vergieße. Ach, und übersetzt gerne die Hook unten in die Kommentare, also wer es kann. Ja, aber Stimme ist heftig. Und ich vergieße eine Träne bei der Trauerfeier. Du kannst stolz sein, aus deinem Enkel wird kein Bauarbeiter. Heftige Zeile. Ich vergaß eine Trauer auf der Trauerfeier. Du kannst stolz sein, dein Sohn wurde kein Bauarbeiter. Digga, nice Zeile hier direkt zum Einstieg. Komm, wir gehen hier nochmal rein, Alter. Heftiger Song. Und ich vergieße eine Träne bei der Trauerfeier. Du kannst stolz sein, aus deinem Enkel wurde kein Bauarbeiter. 20 Kilo abgenommen, hatte kein Appetit. Dieses Lied ist ein Bespäter und kein Abschiedsbrief. Ich versuche dich zu finden, Blick zum Horizont. Dieses Lied ist ein Bespäter und kein Abschiedsbrief. Dein Sohn hatte 20 Kilo, weil in dieser schweren Zeit hatte ich keinen Hunger. So, ich, Digga, ist nice. Soll ich so auf Pause drücke jetzt, aber... Muss sein bei so einem Track. Appetit. Dieses Lied ist ein Bespäter und kein Abschiedsbrief. Ich versuche dich zu finden, Blick zum Horizont. Meine Oma, du bist weit hinter dem Orion. Ich sollte Arzt werden, doch Rap ist ein Millionengeschäft. Ich wünsch, du könntest noch erleben, wie mein Sohn aufwächst. Aber bin irgendwie auch froh, dass... Auch sehr, sehr krasse Zeile. Ich wünschte mir, du könntest doch sehen, wie mein Sohn aufwächst. Ja, nice. Und vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, du wolltest, dass ich Arzt werde, aber Rap ist ein Millionengeschäft. Ist absolut nice. Du den Krieg nicht erlebst, wenn du mich hören kannst, dann sprich für uns ein Friedensgebet. Ich musste in deine Wohnung ziehen, Mama allein das Brot verdienen. Du konntest viele Leben retten, aber nicht dem Tod entfliehen. Zwei Doktortitel, trotzdem Tafel und Essensmarken. Jetzt singen sie Lieder für dich und spielen auf Engelshafen. Der letzte Abschied, du hast einfach friedlich im Bett geschlafen. Digga, ist einfach ein unfassbares Ding, ne? Real Talk. Da siehst du auch mal, was San Diego für ein heftiger Künstler ist. Heftiger Künstler. Ich habe es auch schon in anderen Videos gesagt. Einer der krassesten Rapper, vielleicht sogar der krasseste Rapper so. Ja, das ist natürlich immer Geschmackssache, aber auch wie facettenreich er ist. Auch dieses von Legenden, seine letzte Single zu diesem Song und diesen puren Schmerz hier so auf den Song nochmal zu verarbeiten und seine Oma nochmal so zu ehren, ne? Das ist einfach, was soll ich sagen, Boss-Move, Alter. Das Video ist auch, bringt diese Atmosphäre auch sehr gut rüber. Ja, Digga, heftiges Ding. Schlafen, spiel spokojna, Baba Nina, du kannst oben auf deinen Enkel warten. Guck mal, ich verstehe kein einziges Wort, ne? Aber
das bringt diesen Schmerz und diese Atmosphäre und mit dem Beat, auch das Video ist dazu geil gemacht, bringt die Atmosphäre einfach perfekt rüber, Alter. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Ich werde nie deine Stimme vergessen, Baba. Jetzt fängt Sandy wo ich auch noch an zu singen. Alter, das hat mich ein bisschen erschrocken jetzt gerade, Alter. Komm, wir gehen noch mal rein, Alter. Deine Stimme vergessen, Baba. Und auch niemals dein Lächeln, Baba. Du bist jetzt ein Engel, Baba. Und was ich auch noch mal gut finde, ist, gut oder schlecht, das soll jeder selber beurteilen, aber das ist hier seine richtige Mutter in dem Musikvideo, scheint zumindest so, weil wenn sie die so zeigen, dann wird die so zensiert und so. Aber schreibt mal in die Kommentare, wer da genauer Bescheid weiß. Aber ich meine, theoretisch hätte das ja auch schreiben können und man hätte irgendwie eine andere Person zeigen können, so damit man sie nicht so in der Öffentlichkeit erkennt und so. Deswegen, Alter, also mit den Zensieren erkennst du auch nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist auch nochmal nice, finde ich. Seine Oma hat er ja auch schon, wird ja auch immer erwähnt, schon in alten Zeilen. Yellow Bar Mitzvah war zum Beispiel die Zeile, niemand war im Ghetto wie meine Oma Sophia. Irgendwie so war die Line. Und auch öfter mal erwähnt, so, ja, scheint eine ganz krass wichtige Person in seinem Leben gewesen sein. Und hier nochmal so eine Ehrung für seine Oma zu machen, finde ich übernice. Dann auch noch mit der Mutter, heftig. Doch, gefällt mir gut, ist jetzt kein Track, den du dir wahrscheinlich immer wieder geben wirst, so, weißt du, ist jetzt kein Ding, was so Dauerschleife läuft, sondern das hörst du dir an, wenn du so Bock hast, so dir das anzuhören, und ist ein schönes Ding, so, wisst du, was ich meine? Ja, aber schreib mir auch mal natürlich auch gerne in die Kommentare, Alter. Aber wir gucken, ob noch was passiert. Deine Stimme ertönt in meinen Liedern. Ruhe in Frieden, Bona Nina. Ja, da habe ich mich mit dieser Sophia-Line wohl geirrt. Aber verzeiht's mir, Leute, zerstört mich nicht zu sehr in den Kommentaren. Ja. Wie gesagt, schreibt mir auch mal natürlich gerne in die Kommentare. Und wenn es noch eine Box gibt, bestellt euch eine Box. Ja, und wenn ihr überhaupt so feiert wie ich, Alter, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.